In der Ukraine hören die Gefechte rund um das Kernkraftwerk Saporischschja nicht auf. Zugleich werden die Warnungen vor einem nuklearen Unfall immer eindringlicher. Vor dem UN-Sicherheitsrat sprach der Chef der Internationalen Atomenergieagentur Grossi von einer unhaltbaren Situation. Bei der Vorstellung seines Berichtes zur Lage an dem AKW forderte er die sofortige Einstellung aller Kämpfe und die Einrichtung einer demilitarisierten Zone. UN-Generalsekretär Guterres schloss sich ihm an. Die Reaktionen aus der Ukraine und Russland fallen dagegen verhalten aus. Seine Botschaft ist eindringlich. IAEA-Chef Grossi warnt vor dem UN-Sicherheitsrat vor einem nuklearen Unfall im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. The hits that this facility has received and that die Einschläge in dieser Anlage, deren Spuren mein Team und ich persönlich sehen konnten, sind inakzeptabel. Wir spielen mit dem Feuer und es könnte etwas sehr, sehr Katastrophales passieren. Vergangene Woche hatten IAEA-Experten das Kraftwerk inspiziert. Jetzt legten sie ihren 52 Seiten starken Untersuchungsbericht vor. Darin heißt es, es habe unter anderem Schäden in der Nähe der 6 Reaktoren und der Lagerstätten von nuklearem Abfall gegeben. Die IAEA fordert vor allem die Einrichtung einer Schutzzone rund um das Werksgelände. Der russische UN-Botschafter bezeichnete dieses Vorhaben als nicht seriös. An die IAEA gerichtet, sagte er: Sie konnten sich davon überzeugen, dass die einzigen Bedrohungen durch den Beschuss und die Sabotage der ukrainischen Streitkräfte entstehen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den Beschuss der Anlage verantwortlich. Die IAEA erhebt keine Schuldzuweisungen. Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte den Bericht. Er zeige die Präsenz russischer Truppen und Militärausrüstung auf dem Kraftwerksgelände. Selenskyj rief die IAEA auf, sich Kiews Forderung nach einem russischen Rückzug vom Atomkraftwerk anzuschließen.